Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Michael Haufler. Es geht wieder um Ihren B2B-Online-Shop-Erfolg. Wir kommen zur Folge 9 und zwar schauen wir heute auf den Median der Anzahl an Warenkorbpositionen. Wir haben ja in der letzten Folge uns um den Warenkorbwert gekümmert, haben da auch schon vielleicht die ein oder andere überraschende Zahl gesehen und diesmal schauen wir uns mal an, was ist denn der Median an Warenkorbpositionen in so einem Auftrag. Die Anzahl der Warenkorbpositionen ist ein Indikator für das Einkaufsverhalten, natürlich auch für den Erfolg, vor allem von Cross- und Upselling-Kampagnen. Geht es also quasi darum, dass der Kunde wirklich nur das Produkt bestellt, das er braucht, oder bestellt er eben noch additiv dann Produkte dazu oder werden vielleicht auch Bestellungen zusammengefasst zu größeren Warenkörben. So, das Ganze zeigt einem natürlich auch, wie sieht es denn aus? Habe ich denn Chancen hier bei Cross-Selling noch was zu reißen, ja, oder habe ich das vielleicht schon ausgeschöpft? Und am Ende muss man durchsehen, genauso wie der Warenkorbwert. Prozesstechnisch spannend ist natürlich auch das Thema hier, je mehr Positionen ich natürlich pro Auftrag habe, umso mehr Positionen kann ich pro Auftrag ausliefern und ich kann natürlich da meine Prozesskosten, gerade im Bereich Lager und Versand, dann signifikant reduzieren. Denn jede Position, die ich mehr mitschicke, habe ich nahezu gleiche Versandkosten und ich kann hier natürlich dann schön nochmal aus Prozesskostensicht meine Marge erhöhen. So, wenn man sich das anschaut in den Zahlen von dem 23er-Panel, dann muss man sagen, gibt es hier schon noch Luft nach oben. Man sieht hier, der Median liegt bei 2 Positionen. Ja, das heißt, im Prinzip jede zweite Online-Bestellung hat eben maximal 2 Positionen. Von daher muss man sagen, wird da schon relativ spitz eingekauft. Ja, das heißt, wird das bestellt, was man braucht, vielleicht nochmal irgendwie eine Sache dazu, aber dann hört es auch schon auf und das zeigt eben, dass man da, denke ich, durchaus gerade das Thema Cross-Selling noch mehr in den Fokus rücken sollte. Oder man kann natürlich auch drüber nachdenken, erstmal vielleicht ganz kurz, wie berechnet es? Ist klar, Anzahl der Warenkorbpositionen. Schauen wir quasi die 50% der kleinsten Aufträge mit Anzahl Warenkorbpositionen an und schauen wir den Wert an, dann bin ich beim Median. So, was kann man tun? Man kann natürlich sich erstmal den Überblick verschaffen, wie immer. Das Ganze natürlich auch mit der Studie vergleichen. Ist natürlich auch relativ überschaubar. Ich denke, dass gerade im Median, also da vielleicht doch mal der Hinweis, bitte den Median nehmen, nicht den Durchschnitt. Und dann sieht man eben, dass doch viele, viele Aufträge eben mit sehr, sehr geringe Anzahl an Positionen durchlaufen. Da kann man zum einen auch wieder über Mindermengenzuschlag, Servicepauschalen nachdenken, aber eben auch dann über Cross-Upselling versuchen, den Kunden eben zu sagen, hier bestell doch bitte noch dein Zubehör dazu. Wie gesagt, meiner Meinung nach auch spannend, das ganze Thema Versandkosten, ja, dem Kunden das auch klar machen, hey, wenn du die Maschine bestellst, dann bestell doch bitte gleich dein Zubehör dazu, dann bekommst du es nämlich versandkostenfrei geliefert, weil du mit der Maschine schon über die Frachtfreigrenze kommst. Wie gesagt, natürlich da auch schauen, was sind verwandte Produkte oder vielleicht gibt es auch gerade noch Aktionen, die man dem Kunden noch anbieten kann, also über Assistenten zum Beispiel im Warenkorb eben da versuchen, die Anzahl zu erhöhen, denn ja, jede weitere Position, die ich da im Schnitt dazu bekomme, wird eben meine Rentabilität wirklich signifikant steigern. Ja, und dementsprechend sollte man da wirklich darauf achten, weil wie gesagt, wenn ich die Anzahl der Warenkorbpositionen steigere, steigere ich natürlich in der Regel auch meinen durchschnittlichen Warenkorbwert. Hängt nicht eins zu eins damit zusammen, aber korreliert natürlich stark. Und damit habe ich natürlich auch wieder einen Faktor von dieser Online-Umsatzformel. Wenn ich den durchschnittlichen Warenkorbwert eben steigern kann, dann kann ich auch meinen Umsatz steigern. Und wie gesagt, das eine ist ja der Umsatz, das andere ist natürlich auch die Rendite, die dann hängen bleibt. Die steigt natürlich, je mehr Positionen ich in jedem Auftrag habe, überproportional. Was auch zum Beispiel noch eine Option sein kann, ist eben dann auch da wirklich Kundenservice, Fachberatung anbieten, beispielsweise über ein Chat-Tool wie Memojo, ja, da dann vielleicht dem Kunden auch noch wirklich einen Fachberater an die Seite zu stellen und sagen, hier, wenn du noch das und das gekauft hast, was kannst du dir noch dazu bestellen, ja, um eben da solche Aufträge zu optimieren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen einen Überblick über das Thema Anzahl Warenkorbpositionen geben. Schauen Sie sich das wirklich bitte mal an. Und wenn Sie da eben auch, wie in der Studie, bei 1-2 Positionen im Schnitt oder im Median liegen, ja, machen Sie sich da wirklich mal Gedanken, wie kann ich das Thema eben erhöhen, denn es wird schlussendlich A, Ihren Umsatz und B, Ihre Rendite signifikant steigern. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, Ihr Michael Haufner. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Am besten du abonnierst unseren Kanal und aktivierst die Glocke. So wirst du direkt benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen und verpasst zukünftig keine Folge mehr. Achso, und hier geht's zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.